des Wanderns ist des Müllers Lust. Ich will nicht sagen, dass ich am Wandern bin, aber ich bin am Wandern. Und und ich werde mal gucken, ob es wie kalt das Wasser ist. Das teste ich gleich. Ich gehe ein bisschen darauf, mal ein bisschen gucken, so eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Und dann sehen wir schon. Ich habe hier ein Pferd auch. Ich schnapp mir das Pferd einfach. Ich würde tatsächlich gerne checken, wie das Wasser hier ist. Weil ich würde schon gerne mich da reinbaden. Vielleicht, wenn ich zurückkomme, das ist eine coole Idee. Wenn ich zurückkomme, gehe ich mich hier reinbaden. Also die Pyrenäen sind schon mega Hammer. Und es ist, ich glaube, es ist auch gut, dass ich das jetzt mache, bevor es dann richtig kalt wird. Meine Hände frieren schon. Also ich habe eine dicke Handschuhe mitgenommen im Falle des Falles. Ich habe 2 Bananen, Wasser und Das Pferd. Ihr seht, ich freue mich übelst. Hey Mann, hallo. Wie schön ist das denn, oder? Schon knack. Und und ich teste mal mein Knie. Ich habe meine dicke Jacke nicht dabei. Aber ich glaube, das passt schon, weil es ist. Wie viel Uhr ist es? Wird schon gehen. Man merkt, dass ich kein Profi-Wanderer bin, glaube ich. Die anderen wandern. Gucken mich an und checken das sofort. Die sind total gut vorbereitet. Ich will aber auch nicht ewig gehen. Also ich gucke schon die Uhr an. Und dann sehe ich. Und hier dieses Hütchen. Wo ist das Hütchen? Ja, wo ist das Hütchen? Da ist so eine Hütte. Mega schön. Ich werde mich dann. Ich fühle mich so wie Sadhguru in Nepal oder in Himalaya. Ich werde mich dann wahrscheinlich vielleicht irgendwo hinsetzen, ein bisschen meditieren. Aber ich muss schon sagen, also meine Hände frieren doch sehr. Ich glaube, ich werde mir die Handschuhe anziehen. Warum nicht? Wieso extra frierend? Also so körpertechnisch fühle ich mich gar nicht kalt, aber so auf die Hände schon sehr. Wobei ich habe so diese, kann man so hier so dieses Teil von der Hände rein tun. Das denke ich auch ganz gut. Aber die eine hat zum Beispiel nur ein Stirnband und die anderen haben so eine Kapuze. Ich habe Kapuze und Mütze. Bei so einem Wind 100% Mütze dabei haben. Ich finde das cool. Guck mal, ich meine, ist das super schön. Ist das schön oder was? Irgendwie gehe ich schneller als die anderen. Bin ich irgendwie fitter? Nee, die sind wahrscheinlich. Die machen das so Piano. Halbe Stunde hin. Stunde hin, Stunde zurück. Sowas. Hat mich schon lange nicht mehr so viel bewegt, würde mir gut tun. Nochmal hier hinten, das nochmal hinter mir. Das ist schön. Oh, ich habe einen Pfeifen im Ohr. So wie Tinnituskorn. Krass. Ich bin schon so weit gegangen, dass ich mein Auto nicht sehe. Okay. Während dem Wandern werde ich Aware of Awareness machen. Bewusstes Bewusstsein während dem Wandern. Und was haben wir? Ende September. Okay. Ah, es ist in Spanien. Habe ich sogar gehört. Also es ist, glaube ich, einer der schönsten wahrscheinlich Flecke in den Pyrenäen. Wobei ich habe in Andorra hat mir eine Yoga-Lehrerin was geschickt. Super, super schön. Da werde ich dann mit meiner Partnerin wahrscheinlich hinfahren. Oder so. Kommt drauf an, wenn es dann nicht schon schneit. Wir werden sehen. Ja, die haben alle Wanderschuhe. Ich habe normale so Tracking-Schuhe. Ich habe irgendwo auch ein bisschen festere Schuhe. Kein Bock jetzt zu wechseln. Ich gehe ja nicht so weit. Okay, dann bis bald.
Aware of Awareness. Das übe ich jetzt während dem Gehen.